Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Jo, moin, Flüt und Ahoi, liebe Landratten und Rädchen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Mit dabei ist der gute Captain ihres Vertrauens, Volvorik. Wir heben gleich ab. Servus und hallo. Und der liebe Anu ist auch wieder mit dabei. Hat sich wieder ins Cockpit geschmuggelt. Ja. Bayern, die Sicherheitstür und allen dumm und dran fällt ja gar nicht auf. Und jetzt geht's los. Ich will den Luzi, welchen Flug haben wir denn hier eigentlich? Unterwegs nach Winterfell, ja. Haltepunkt. Winter Los Angeles. Also wir sind hier, ja, in Los Angeles. Weißt du, Los Angeles oder London Heathrow oder Paris Charles de Gaulle, wie heißt es, Winterfell? Haltepunkt. Ja, da ist einiges los, weil ich die Fluglinien so ein bisschen angepasst habe, also die Flughäfen. Jetzt haben wir überall... Aus Nase vorne mit diesen schwarzen Pünktchen da drauf, finde ich. Jetzt haben wir überall große Flughäfen. Was ich cool finde, also lieber Tom, falls du dann immer noch zuhören solltest, Logos auf den Flugzeugen hinten, dass man da individuell mit seinem eigenen Firmenlogo drauf und so. Stimmt, das wäre cool. Momentan sind wir eher, also blauer Punkt, das könnte fast... Hat ein bisschen was von South Korean, von wenn wir nach der echten Design gehen würde wollen. Weiß gar nicht, wie die ausschaut. Das ist nur ein Vorteil. Ja, ich sehe die Liga jeden Tag. Also nicht ganz blauer Punkt, da ist noch ein bisschen mehr bei, aber ich glaube, ein blauer Punkt und rote Linie und so ein bisschen. Mhm. Boah, Alter, da ist auf jeden Fall ein Megastau. Wie Austrian eher aussieht, das weiß ich jetzt nicht. Eigentlich nicht, weil ich fliege sehr selten mit der Austrian. Du bist doch da, mit wem bist du damals nach hier Känguruland geflogen? Mit den Flügeln. Du fragst mich jetzt Sachen. Entschuldigung. Wüsste ich jetzt nicht mehr. In meinem Video habe ich es aber jetzt 10-mal erwähnt. Wo ich dann im Nachhinein so beim Schnell gedacht habe, Alter, wie oft ich das erwähne. Das Unspannendste. Zwischendrin war es auf jeden Fall die Qantas. Bei den Australiern dann. Ja gut, das war noch. Haben wir nur eine da unten, glaube ich. Und Kumpels sind mit der Ryanair geflogen. Aber die haben es halt die ganze Zeit verrissen, was halt echt scheiße war. Wie verrissen? Dass es halt ziemlich mies war, der Flug. Ach so. Deswegen weiß ich das noch. Bei mir, das lief alles super ab. Emirates oder Etihad, eins von beiden. Emirates, glaube ich. Okay, Emirates ist gut. Ja, Emirates, glaube ich, war's. Star Alliance. Hui, wie die da durchsausen. Ja. Ich fand das so eben so beim Starten, da war so ein Flugzeug, als ob das einfach nur auf der Seite fliegt, vorbei die Flügel zu sehen. Ja, stimmt, das wirkt irgendwie so. Das ganze Schiff wieder unten, ja, wir tun echt was für die Umwelt hier. Ja, also da habe ich die Flughäfen neu gebaut, damit die jetzt eine größere Landebahn haben. Leider nicht mehr Landepunkte, Landebahnen oder Runways, wie du es nennst. Müsste in der Zukunft eigentlich noch mehr geben, dann. Hoffe ich mal, ja. Also ich bin auch der Meinung, dass ich so einen Flughafen mit zwei von Startlandepistendingern habe. Nachteil ist, wir müssen das Ganze dann nochmal umbauen. Es war jetzt schon schwer, in Winterfell noch einen Platz zu finden. Wir haben mal gleich hinfliegen, der, wo es geht, so einen riesen Flughafen hinzubauen. Mhm. Hat auf jeden Fall eine lange Strecke in der Luft, hätte ich mal gar nicht so gedacht. Ich habe das Gefühl, der Kreis da oben kann dann sein. Ich meine, wo fliegt denn der hin? Fliegt gleich wieder zurück nach Los Angeles. War echt wie so ein Riesenkreis, den er geflogen ist. Ich habe das Gefühl, der muss da irgendwie abwarten, dass er irgendwie platzfrei wird. Ja, die sind halt doch nicht perfekt aufgeteilt. So, gerade, wo ist denn hier der Flughafen? Ach, da hinten, wir sind über der falschen Stadt am Landen, okay. Der hat auf jeden Fall einen riesen Radius.
Jetzt kracht er gleich in den Berg da. Meine Damen und Herren, bitte schneiden Sie sich an. Begeben Sie sich wieder zu Ihren Sitzplätzen. Schneiden Sie sich an. Sie sitzen in einer aufrechten Sitzposition und klappen Sie Ihr Tischlein hoch. Gut, der arme Holzfäller, ey, der muss ja auch unter Lärm eingehen hier. Anflug an Winterfell, die Temperaturen werden wieder besser nach den letzten Game of Thrones Folgen. Oh Gott, hast du die letzte Game of Thrones? Nee, nee, nee. Oh. Ich hab nur gehört, was für ein Scheiß das sein soll. Ein GameCube-Livestream haben sie gesagt, oh, boah, was für ein Mist. Und bei dem letzten, der sich nicht mal um Game of Thrones gedreht hat, meinten sie, war schon ganz schön mies. Die, jetzt die von gestern, also ja. Gestern und bis ab Sonntag? Also von der, der Freizeit-Revue haben sie, das haben sie gestreamt und da haben sie halt gemeint, wie mies das war. Und die machen ja extra noch ein Reaction-Video, das habe ich ja noch nicht gesehen. Gucke ich mir erst nach der Folge. Vielleicht besser. Davor schon die Reaction. Ich meine, was haben die denn erwartet, dass das da jetzt mit Friede vor der Eierkuchen und so ausgeht? Psst. Naja, komm, also das ist ja auch der Teil, den du, glaube ich, erwartet hast. Ja, war, es hat sich schon angebahnt in der letzten Folge, in der vierten. Dass da nicht alles so gut ausgehen wird. Vielleicht der eine oder andere verrückt wird oder die eine oder andere. Naja. Ja. Boah, Alter, was für ein Stau. Da ist aber echt einiges los. Wie viele Flugzeuge haben wir da gerade? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja, bei dem einen Flug, der andere Flug, wie dann der nochmal andere. Ich glaube, ich habe überall 7 drin. Ja. Ja. Staut sich ein bisschen, ne? Ein bisschen, ja. Da war schon 108 von 147. lohnt sich schon durchaus. Ja. Los Angeles, wo wir auch gerade zu Gast waren. Das ist, weil wir als berühmte YouTuber da mitgeflogen sind. Ja. Alter, ein riesen Wenderadius. Haben wir jetzt mal ein Vlog gemacht? Ja, unser erstes Mal in der ersten Klasse oder so. Unser erstes Mal in der ersten Klasse. Unser zweites Mal in der ersten Klasse. Da haben wir es in der Schule schon. Hä? Achso. Genau, der fliegt da eine Runde. Okay. Dreht da eine Runde. Liegt los. Ja. Trotzdem riesen Radius eigentlich. Ja. Alter. Das geht noch, aber weil das fliegt die direkt die Route an, aber ich glaube das Winterfell-Ding ist es mörderisch. Mörderisch. Weil ich habe das Gefühl, wir haben eine Minute einfach eine riesen Kurve gedreht irgendwo. Winterfressen ist auch gut. Hä? Okay, ja, okay. Ich hoffe, da passt die Luftfahrt gut auf. Ja, ja. Nicht, dass da, ne? Wird schon passen. Also richtig viel Gewinn geworfen haben die Dinger noch nicht. 4 Jahre im Einsatz macht noch 4 Millionen Minus. Ja gut, die sind ja erstmal so 2 Jahre unterwegs. 1971 haben wir angefangen, oder? Das war eine Mitfahrt. So was 1973, ja, das habe ich leider. Leider seht ihr das Datum diesmal nicht bei der Aufnahmesession, weil sich OBS gedacht hat: Ja, nö, heute mal nicht. Heute mal keine Bild, keine Spielaufnahme. Deswegen habe ich eine Bildschirmaufnahme. Und jetzt habe ich das Fenster so ein bisschen angepasst. Dachte, das Datum ist nicht ganz so wichtig, aber ich kann es mal erwähnen: Es ist 1973. Ja, ansonsten habe ich farbtechnisch noch was angepasst beim letzten Mal. Was? Na, da habe ich ja irgendwie nur diese ganzen Güterlinien gemacht. Und diesmal... Ja? Ah, no? Er hört mich nicht mehr. Ach, jetzt höre ich dich wieder klar. Okay. Du warst eben so ein bisschen... Roboter? So ein Roboter, dessen, weiß ich nicht, Duracell-Batterien ihren Geist aufgegeben haben.
Okay. Hat er wieder Batterien im Arsch schieben? Geht wieder! Da gibt's irgend so eine Werbeverarschung von der Duracell, Dingern. Batteriemarsch. Ja, jedenfalls habe ich hier die Farben angepasst. Habe ich aber im letzten Mal recht vernachlässigt, wie wir da die neuen Linien gebaut haben. Schaut jetzt wieder alles sehr schick aus. Ich denke mal, das ist auch wesentlich zuschauerfreundlicher, das zwischen den Aufnahmendingern zu machen. Weil wenn wir eh nur immer so 20, 25 Minuten haben, sich dann diesen kleinen Frimmelkram aufhalten, ja, dann kommen sie auch nicht auch voran. Denk auch. Deswegen habe ich auch Fresno recht alleine weitergebaut. Also ich habe es den Ando vorher schon gezeigt, aber da gibt es jetzt einen Bahnhof, der von Modesto nach Fresno führt, auch mit den neuen Hochgeschwindigkeitsgleisen, ein bisschen geschisselt da irgendwie übers Wasser zu kommen, und der saust da jetzt durch, kommt da in Fresno an, da haben wir unsere Tram, die Tram führt jetzt da direkt zum Bahnhof ran. Die Tram fährt zum Bahnhof ran. So wie sämtliche Güterverkehre hier, Baustoff, Treibstoff und Essensstoff. Essensstoff, ja genau. So nenne ich es auch nur. Genau, da sind die da in blau eingefärbt. Gott, ich hasse diese Fenster im Bild. Ja. Ich wünschte, die würden irgendwie. Es gibt eine Möglichkeit, dass es eine so ein. Anzupinnen, also, so. Auf der rechten Seite oder so. Anpinnen würde ich mir wünschen, und dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, so. Nicht wie da jetzt, dass alle Linien Haltestellen untereinander, sondern es ist eine nur so. Das ist die Linie und das ist die Farbe, so ein ganz kleiner Kasten nur, dass du so ein paar Dinger wie so eine Tabelle ein bisschen anordnen kannst und im Notfall die aufrufen kannst. Zum Durchschalten. Jedes Mal, genau, zum schnellen Durchschalten, aber nicht jedes Mal so ein mega Fenster, was dir ein Viertel des Bildschirms wegnimmt. Ja. Hier, Tom, ne? Hörst zu, ne? Es geht raus an dich. Und da haben wir es auch wieder so gemacht bei den Gütern, dass da nicht viel im innerstädtischen Verkehr ist, sondern dass die da wirklich unterirdisch fahren. Ja, da geht's aber ab. Ja, einiges los. Da trennt sich's dann. Boah. Können wir mal ganz kurz mitfahren? Also da sieht man sogar, wie das angelegt ist und wo es sich. Haben wir uns Decke spaltet mit Blattgold ausgestattet oder was? Wir sind hier in Russland. Ah, okay. Oh, ich habe mal ein Video auf YouTube gesehen, russischer Straßenbau. Also ich werde da neidisch. Okay. Also die haben innerhalb von einer Nacht eine komplette Autobahn gemacht. Die sind da natürlich mit 50 Fahrzeugen auf einmal angerückt, ja. Aber die haben da systematisch Timelapse in 5 Stunden eine komplette Autobahn gemacht. Ich kenne also nur diese lustigen. Abgefräst dann oben neu, weil sie müssen ja teilweise auch mit Straßenheizung und sowas arbeiten da, das haben sie auch alles gemacht. Aber wenn ich bedenke, dass die hier über fast anderthalb Jahre gebraucht haben für 75 Meter Straße bei mir hier im Ort. Ich hätte gerne die Russen antanzen lassen, ganz ehrlich. Die werden hier aber in 2 Stunden die Russen antanzen. Am Ende nochmal durchgewienert und fertig. Ich kenne nur diese ganzen witzigen Videos von den russischen Autofahrern. Die sind immer ganz geil. Die Dashcam-Videos, die sind auch der Hammer. Also, wie meinst du? Dashcam-Videos? Ja, wo sie dann vorne ihre Kameras in ihr Autos haben. Ja, ja. Dashcam von Zusammenstoßen. Mhm, ja, ja. Die ulkigsten Sachen teilweise. Das ist immer der geilste Scheiß. So, ah, schon wieder Russland. LKW-Fahrer so. Ladesicherung, was zum Henker ist das denn? Egal, ich fahre mit Kurve, alles kippt um und ja, das ist. Du, meistens kriegst du es nur mit an Russland, wie sie sich dann aufregt. So, Winterreifen, was ist das? Ladesicherung, was ist das? Vorfahrt.
Das ist schon echt ulkig. So. Ich find's aber auch ganz ehrlich, bei diesen Videos kriege ich jedes Mal irgendwie so ein bisschen den Schock. Also entweder liegt es an diesen Autos, die sie da fahren, ich meine, die fahren natürlich jetzt nicht alle... Sieht ein bisschen aus wie die hier, oder? Die LKWs ja, die LKWs ja, auch die Autos bei denen sehen ja teilweise echt so aus, da denkt man, das ist immer noch so Trabi, ist das Höchstkulturding. Mhm. Klar, gut, es ist kein reiches Land und so weiter und Leute sind, also bis auf die reichen Oligarchen und so. Da wollte ich gerade sagen. Die ja, aber das Hauptteil der Bevölkerung ist halt nicht so mega reich. Ich finde es so jedes Mal irgendwie so komisch, wenn so zwei Autos aneinander dotzen und die wie so Flummis voneinander wegprallen. Ja. Die, weiß nicht, so 50 Kilo nur wiegen oder irgendwie so. Stimmt. Und ja. Das Ding und fliegt da wie so ein Flummi durchs Bild. Und denkt, hä? Hat der jetzt 3 Tonnen da geschubst und die fliegen da mal so 50 Meter? Aus dem Stand? Hä? Stimmt. Ist schon ein bisschen ich glaube, Handbremse kennen die halt auch gar nicht. Nee. Dasselbe gibt es übrigens auch mit Straßenbahn-Videos. Das ist auch jedes Mal so: Straßenbahn gucken, ob da von hinten eine Straßenbahn kommt. Nee, mir doch egal. Ja. Dong. Dann schieben die Dinger auf. Hier ist ein bisschen Fußball von mir. Gab's so eine Szene. Der Fahrer muss auch völlig bedeppert gewesen sein. Der fährt direkt vor die Straßenbahn schneller als er, dotzt ihn an, schiebt ihn erstmal nach vorne. Er geht in die Bremsen, auf den Schienen, vor der Straßenbahn. Das Auto bremst natürlich schneller als das tonnenschwere Geschoss von Straßenbahn. Was? Er dotzt ihn wieder an. Er fährt nach vorne, ist schon von den Schienen runter, fährt gleich wieder rauf, wird wieder angedotzt. Der Triple Kick. Gönn dir den Kick. Apropos, wir haben noch gar keine Straßenbahn, gar keine Dingens hier laufen, sehe ich gerade. Gar keine Züge. Was heißt denn heute mit den Wortfindungen? So. Also. Ja, Depot fehlt uns auch noch. Ein Deppel. Ein Deppel. Ja, ich würde sagen, Paul, einfach Modesto, Fresno, alles, aber ich glaube, das ist mir hier jetzt langsam auch zu kompliziert. Ja, ich überlege gerade, aufs Fressen oder Hollywood kriegt das Dippel. Gute Frage. Sonst bauen wir es daher mal. Sieht gerade so einladend aus. Ja, baust du nicht direkt an die Schiene? Ich glaube, die Schiene wollten wir noch irgendwo, wo wollten wir denn mit hin eigentlich mal? Huntington? Ja, dann haben wir es gesagt, so vielleicht nicht durch den Dingens durch hier, durch den Berg. Also. Oh. Wobei, mittlerweile. Ja, wäre das auch egal. Gut haben wir den Schiffsverkehr, das ist jetzt irgendwie auch so. Suboptimal. Ich glaube nicht, dass wir den ablösen wollen. Oder. Ne, das ist ein bisschen die falsche Kurve nach Orange. Orange. Ist hier links denn noch irgendwas mehr? Ist links noch irgendwas anderes außer Hollywood und Huntington? Unsere Dingens hier. Was ist Savannah? Kommt, da fahren wir irgendwie eine mega Riesenstrecke irgendwann nach Savannah. Da wollten wir dann noch eine machen. Von Charleston nach Syracuse. Stimmt. Da fährt noch nicht mal ein Bus, ne? Da fährt noch nicht mal ein Bus! Ne! Die müssen doch mit den Autos fahren! Alter! Oh, Scheiße! Da ist schon einiges los, ey! Ja, wenn kein. Die wollen alle mit dem. Vor allem in Richtung Charleston, ja? Sieht echt so aus. In die andere Richtung gar nicht so viel. Gut, wird sich ändern. Wollen wir das noch heute schnell einrichten, weil wir sind eigentlich schon bei 19 Minuten. Ja, oder wollen wir erstmal die machen? Erstmal da eine Bahn draufsetzen? Klar. Dann setzen wir da einen Zug auf die Gleise. Gut, dann machen wir das Depot. Mal Schnitt. Wohin? Wohin dahin? Bei dem Bahnsymbol. Danke. Jedes Mal. Du, ironischerweise, den Fehler kriege ich selbst andauernd noch hin kreiert. Ich habe nicht verstanden, warum man den Schienenbau vom Bahnbau
oder ja, stimmt. Jetzt hätte man auch eine Schiene und Bahn als einen Teil hintereinander. Ich meine, es gibt ja eh noch drei Gebäude, die man da baut, aber okay. Stimmt, ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Hier, Tom, ne? Der Seelsorge. Geht raus an dich. Bin ja eh mal gespannt. Das soll ja dieses Jahr noch rauskommen, habe ich jetzt sogar noch gelesen. Der zweite, wir hier, nicht Train Fever, Transport Fever. Ich dachte, das ist nächstes Jahr, aber das kommt dieses Jahr. Haben sie sehr spät mit der Ankündigung dann. Haben sie gut geheim gehalten. Ja. Wunderbar. Müsste eigentlich reichen.